Hallo, liebe Kinder. Ihr habt mir erzählt, dass ihr so gerne wieder kochen würdet. Jetzt habe ich hier eine Idee für euch, die ihr ganz einfach zu Hause nachkochen könnt. Zuerst mal Mama und Papa fragen, ob die einverstanden sind, und dann geht's los. Ihr braucht dazu eine Schürze. Das, was ich hier angezogen habe, ist eine Schürze und natürlich gewaschene Hände. Hände waschen, Hände waschen, wollen wir ganz gut trocknen, ganz gut trocknen, dann geht's los, Hände waschen, Hände waschen, wollen wir ganz gut trocknen. Ganz gut trocknen, dann geht's Ihr los. könnt ganz verschiedenes Gemüse nehmen. Wir machen einen gesunden Gemüseteller. Hier habe ich Schnittlauch, ein kleines Tomätchen, ein sogenanntes Sherry-Tomätchen. Das hier ist ein normaler Lauch, eine Salatgurke, eine Karotte, eine größere Tomate und Radieschen. Das muss nicht genau gleich sein, macht gar nichts, wenn ihr nicht alles zu Hause habt. Oder ihr könnt für eure Mama oder den Papa einen Einkaufszettel schreiben, auf dem steht, was sie euch mitbringen sollen. Ich möchte mit euch ein lustiges Gesicht machen. Dazu waschen wir mal alles zuerst gründlich. Wasch den Schlauch und den Schnittlauch, die Gurke auch, die Möhre und die Tomate. Das Radieschen kann nicht warten, landen bald im Bauch. Und schneiden die Sherry-Tomätchen in zwei Hälften und legen die auf den Teller, auf ein kleines Tellerchen. Hier unten habe ich ein Holzbrettchen, ein Rüstmesser, wie man in der Schweiz sagt, und jetzt könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen. Ihr könnt zum Beispiel Möhre schälen mit dem Schäler und dann die Schalen schön zur Seite legen, damit alles an eurem Arbeitsplatz sauber bleibt. Okay, ihr nehmt ein scharfes Rüstmesser, aber Achtung, nicht in die Finger schneiden. Und dann schneidet ihr die Möhre auseinander. Ja, was könnte man denn daraus machen? Ich finde, dass ich daraus eine gute Nase machen könnte. Jetzt haben wir noch Gurkenscheiben. Man kann die Gurke zuerst schälen, wenn man das lieber mag. Man kann sie aber auch mit der Schale essen. Unter der Schale sind die gesunden Vitamine. Ich schneide jetzt hier eine Scheibe ab und halbiere sie. So. Und damit mache ich die Augen noch ein bisschen lustiger. Seht ihr? Auge, Auge, Nase. Was fehlt denn jetzt noch? Ja klar, der Mund. Jetzt überlegen wir mal, wie wir den machen könnten. Ah, ich habe eine Idee. Ich nehme den Lauch, so, schneide etwas ab, lege das mal so hin. Ja, das ist ein bisschen zu lang. Jetzt lacht das Gesicht. Ha, cool, hä? Das ist hier immer noch ein bisschen zu lang. Da
haben wir einen Mund, einen lustigen Mund. Ja, das reicht mir aber noch nicht so ganz. Da fehlt noch einiges. Zum Beispiel fehlen mir hier die Augenbrauen. Die mache ich mal vielleicht mit einem Radieschen. Ich muss es ausprobieren. Ihr könnt einfach so ausprobieren. Geht da nicht viel kaputt. Den Rest esst ihr einfach so. Da schneide ich das jetzt in zwei Hälften, dieses Radieschen. Und ja, das passt doch. Lege es oben als Augenbraue hin. Okay. Das zweite. So, das ist die zweite Augenbraue. Na, was fehlt uns denn jetzt noch? Die Haare. Ha, dazu nehme ich den Schnittlauch. So, ein bisschen da putzen. Und schneide Haare ab. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das geht. Der hat hier Haare. Überall Haare. Ha, der sieht lustig aus. Findet ihr nicht auch? Cool, ha? Wow. So. Sieht doch toll aus. Hat er noch einen Bart? Vielleicht. Wir müssen es ausprobieren. Schneidet wieder den Schnittlauch auseinander. Oh ja, und jetzt bekommt er noch einen Bart. Sieht doch cool aus. Zeig mal her, ich muss das auch genau anschauen, ob das schön ist. Ja, warum auch nicht? Ha, der sieht wirklich witzig aus. So, eigentlich ist jetzt mein Gemüsegesicht fertig. Das könnt ihr einfach nachkochen. Eigentlich kochen kann man dem nicht richtig sagen. Ich brauche dazu ja keine Pfanne und keinen Herd. So, wir schreiben jetzt das Rezept für unseren Gemüseteller auf. Den Titel schreibt ihr schön farbig auf ein Blatt Papier. Was brauchen wir denn alles? Es kann ganz unterschiedlich sein. Ich schreibe jetzt einfach mal ein bisschen was auf, was wir gebraucht haben. Radieschen. Lauch. Schnittlauch. Gurke, immer nur ein Stückchen davon. Tomätchen, kleine Tomätchen, das sind die Cherry-Tomaten oder auch große. Eine Karotte oder eine Möhre. Die Anleitung. Gemüse in verschiedene Formen schneiden. Wenn nötig, schälen. Daraus ein lustiges Gesicht legen. Guten Appetit. So, ich zeig's
euch nochmals, wie es aussieht. Das ist unser lustiges Gemüsegesicht. Das könnt ihr dann auch zeichnen. Irgendwo da oben, wo es Platz hat. Oder unten, das spielt keine Rolle. Da hat er einen Bart. Gurkenscheibchen für die Augen. Darauf kleine Sherry-Tomätchen, die wir zuvor halbieren. Aus Radieschen machen wir die Augenbrauen. Aus einer Karotte eine Nase. Aus ein bisschen Lauch den Mund und fertig. Viel Spaß beim Zubereiten. Hier seht ihr das fertige Rezeptblatt. Ich habe hier einen Lauch gezeichnet, eine Gurke, eine Möhre oder eine Karotte, hier unten eine Tomate, ein Radieschen und Schnittlauch. Ihr könnt das aber so verzieren, wie ihr selber wollt. Bye bye!